So, da bin ich doch nochmal. Und zwar nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem Dropper-Video, was ich heute gemacht habe. Ich hätte noch eine Idee, wo ihr mit eingebracht werden könnt in dieses Projekt, in diesen Tycoon. Und zwar ist es, wenn ihr eure Dropper mir einfach mal schickt und wir gucken uns sie im nächsten Video mal an. Es können auch mehrere sein, so wie ihr halt möchtet. Ihr findet unten in der Videobeschreibung auch meinen Link oder meine ID zu Discord. Dort werde ich dann in den nächsten Tagen oder besser gesagt heute auch Leute annehmen, die mir aber vorher in den Kommentaren unten geschrieben haben, wie sie auf Discord heißen. Es reicht nur der Benutzername, nicht die ID, nur der Benutzername und das war's. Also nicht dieses Hashtag 04 bla bla bla. Das brauche ich nicht. So, und zwar werde ich euch jetzt ganz kurz eine Vorrichtung bauen. Die könnt ihr dann auch komplett kostenlos runterladen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es ist eine Datei dann nur. Und es ist eine so gesagte RBXM, glaube ich. RBX, Dankeschön, ja, hub ruhig. RBXM-Datei, glaube ich. Und die könnt ihr einfach komplett kostenlos runterladen und zieht die einfach nur in euer Place rein. Das bedeutet, wenn ihr die runtergeladen habt im Browser, zieht ihr die einfach hier in euer offenes Place rein und dann erscheint es schon. Gut. Die Vorrichtung sieht ungefähr so aus, dass ihr wisst, wie hoch ihr bauen könnt. Und die Breite, die werde ich gleich auch noch machen. So. Also hinten, das reicht schon. Und ungefähr bis hier hin. So. Das sollte so ungefähr die Größe sein des Droppers. Jetzt packe ich mir mal hier die ganzen Dateien in eine Group. So. Und werde die dann. Wie nennen wir die denn? Dropper-Vorrichtung nennen wir es einfach mal. Vorrichtung. So, jetzt ganz kurz noch eine Sache, die ich noch ansprechen wollte. Es ist egal, ob ihr den dünn macht, wie sonst was, also ob das bis hierhin geht. Es muss nicht unbedingt hier an diese Wand gehen, also an beide Wände. So, wie bekommt ihr dann euren Dropper so gesagt in eine Datei? Zuerst solltet ihr alle eure Parts, die ihr benutzt habt, und ich jetzt zum Beispiel hier die Union, sollten in eine Group gepackt werden. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt ihr einfach mal einen Dropper für Xerox zum Beispiel. So, wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr rechte Maustaste drauf, geht auf Save to File, dann wählt ihr euch irgendwo einen Ordner raus. Ja, das hier ist jetzt zum Beispiel bei mir Xerox, eigene Dokumente, Roblox und fertige Games. Dort drückt ihr dann einfach mal auf. Ich kopiere mal eben kurz hier oben den Pfad. Macht hier einfach mal einen Test. So. Ich gehe dann mal eben kurz hier auf die Unterordner. Ich suche hier oben nochmal diesen Pfad raus. Oh, jetzt findet man hier aber eine ganze Menge Lebkuchen und so weiter und so fort. So, dann haben wir hier die Test-RBXM-Datei. Und die nehmen wir uns und ziehen die hier rein. So, und dann sieht man, da ist der Dropper, den ich eben schon gebaut habe, der ist jetzt so gesagt als File hier drin. Und genau das werde ich jetzt gleich mit der Vorrichtung machen, die ich hier jetzt eben gebaut hatte. Heißt wieder auf Save to File. Mach hier jetzt einfach mal Vorrichtung. So, und wenn ich das jetzt nochmal wiederhole. So, da haben wir das hier. Und dann habt ihr so gesagt diese Vorrichtung. Und genau das macht ihr auch. Heißt, ihr geht bei euch dann ins Place rein. Wenn ihr dann die ganzen Parts halt noch habt, alle auswählen, einfach groupen und dann genauso saven, wie ich es eben gemacht habe. Und dann könnt ihr mir die RBXM-Datei auch rüberschicken, rübersenden und ich werde die dann mal dort verarbeiten. Bedeutet, ich werde dann die nächsten Tage, wenn halt einige dazukommen, ich weiß es ja nicht, also einige Dropper, werde ich definitiv dazu ein Video machen.
Gut. Das war's dann von diesem Video nochmal. War nur eine kleine Information, eine kleine Randinformation. Und dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.